Schraubenschrauber, Freunde. Hallo, das da wird heute duster. Wir zeigen euch, wie man Scheiben tönt. Und das mit professioneller Unterstützung durch Ben von Foliatec. Scheiben tönen könnte so einfach sein, ist es bei uns in Deutschland aber nicht. Ben, was gibt es denn zu beachten? Ja, es gibt viele verschiedene Regeln. Die wichtigste ist natürlich, man darf tönen ab der B-Säule komplett nach hinten, gerne auch komplett blickdicht, sofern am Auto auch zwei Außenspiegel vorhanden sind. Ja, André, was ja natürlich auch unerlässlich ist, ist, dass die Folie in Deutschland zugelassen ist, sprich eine ABG hat. Und die ABG-Nummer, die muss auch auf jeder Folie eingelasert sein. Das sieht man jetzt hier ganz gut. Da ist die Typennummer drauf, die ABG-Nummer für die Homologation und ganz, ganz wichtig, die Nummer muss auf jeder Scheibe ersichtlich sein. Es gibt natürlich Sparfüchse, die schneiden sich dann einfach so einen Schnipsel zu fürs Dreiecksfenster und kleben den dann ohne die Nummer hin. Das gibt aber beim TÜV und bei der Polizei oft Probleme. Das kann ich nur bestätigen, bei uns fallen regelmäßig Autos durch die Hauptuntersuchung, weil auf einer Scheibe diese Nummer fehlt. Was man dann noch wissen muss, ist, es gibt unterschiedliche Folienqualitäten. Es gibt Qualitätsfolien, wie jetzt von uns von Foliatec, die sind zweilagig und haben eine kratzfeste Beschichtung. Zum einen verkratzen sie dann nicht, wenn sie eingebaut sind, zum anderen lassen sie sich auch besser bearbeiten. Billige Folien sind meist einlagig, schwierig zu föhnen, ja, in die Form zu bringen und wenn die eingebaut sind und du putzt das Auto von innen, kann es auch sein, dass die dann die Folie zerkratzt. Mhm. Ganz wichtig natürlich, messen vor Kaufen. Das heißt, ermittelt euren Materialbedarf, bevor ihr das Fahrzeug irgendwie anpackt. Wichtig dabei ist, immer mit dem Scheibenmaß rechnen plus einem Überstand von ca. 10 cm. Warum muss die Folie größer sein als die Scheibe? Gute Frage. Bei vielen Scheiben hast du hier so eine umlaufende Gummidichtung. Das heißt, die Folie muss auch hinter die Gummidichtung. Dafür brauchst du dann diesen Überstand noch. Und die Folien sind dann eben in einem Standardmaß von 3 Meter Länge erhältlich. Deswegen auch immer vorher messen, die 10 cm berücksichtigen. Nicht, dass du später dann am Auto stehst und merkst, die Folie reicht nicht aus. Und die 3 Meter Rolle reicht für ein normales Auto? Ja, für die meisten kompakten Mittelklassewagen reicht es absolut. Hast du jetzt ein größeres Auto, wie zum Beispiel ein Kombi, gibt es extra auch Kombisets mit mehr Folien. Das A und O für eine optimale Scheibentönung ist natürlich immer Sauberkeit. Sprich, das Auto sollte einmal vorher gewaschen werden. Waschen, Waschanlage reicht? Absolut, einfach mal in die Waschanlage rein. Es muss nur grob sauber sein von außen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man den Innenraum vorher ordentlich reinigt. Sprich, staubsaugt, die Scheiben von innen putzt. Warum soll ich die entsaugen, wenn die Folie an die Scheiben klebe? Ich zeig dir mal kurz was. Wenn du natürlich hier im Fahrzeuginnenraum bist, hast du extrem viel Staub und Schmutz. Der weht natürlich in die Luft rein. Die Folie ist elektrostatisch und dann kann es sein, dass sich die Staubpartikelchen an die Folie hängen, wenn du sie einklebst und die siehst du dann natürlich von außen. Und was mir jetzt hier in dem Auto auch auffällt, ist so die Thematik Tierbesitzer. Ne? Hundehaare, die sind immer ganz mies. Da musst du wirklich ordentlich saugen, dass du alle dann so gut wie es geht dann rauskriegst. Und gerade wenn du ein recht altes Auto hast, so ein kleiner Tipp vom Profi zum Putzen von den Scheiben. Nimm so einen Kupferlappen, den gibt es meistens so in der Drogerie. Der ist weich, der zerkratzt die Scheiben nicht, aber damit bekommst du so richtig rangebrammelten Dreck ordentlich runter. Bei der Heckscheibe aber wichtig, immer längs zu den Heizdrähten putzen und nie quer drüber. Okay, dass ich die nicht beschädige. Genau. Wenn du dir jetzt so eine Packung von uns kaufst, dann hast du neben der Folie natürlich auch eine Grundausstattung an Werkzeug und Zubehör schon mit drinnen. Da ist zum einen das Montageflüssigkeitskonzentrat, die Folie wird ja nass eingebaut, dann ein kleines Ragel zum Fixieren und natürlich zum Zuschnitt ein Cuttermesser. Okay, das ist alles in dem Set enthalten. Brauche ich dann sonst noch irgendwas, um die Folie auf die Scheibe aufzubringen? Ja, natürlich optional, gerade wichtig für die Heckscheibe, dass du die in die Form schrumpfen kannst, ist ein Heißluftföhn. Ja, der ist ganz wichtig. Dann natürlich, um die Montageflüssigkeit aufzubringen, einen Pumpsprüher. Zum Putzen vielleicht dazu noch ein Mikrofasertuch. Und damit du auch, wenn du die Folie zuschneidest, ordentlich siehst, wo du schneidest, eine Stablampe, die du dir dann auf die Hutablage legen kannst. Das ganze Zeug gibt es aber auch bei Kfz-Teile bei euch im Shop. Ah, sehr gut. Wenn es jetzt um die Montage der Folie ans Fahrzeug geht, kümmere ich mich natürlich erstmal drum, was es zu beachten gibt. Ben,
Da bist du genau der richtige Ansprechpartner. Wo auf Musik achten? Wo fange ich an? Wie mache ich es mir am einfachsten? Ja, wir fangen jetzt bei der Heckscheibe an. Und jetzt kommt natürlich die Folie in einem 3-Meter-Stück. Das ist ein bisschen unhandlich. Deswegen schneiden wir uns die Folie jetzt dann auch gleich mal grob zu. Ja, mhm. Das darfst du übernehmen. Ich nehme Maß und gebe dir das Maß durch und du schneidest es. Wo misst du? Außenkante, Außenkante? Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Und wie vorhin schon erwähnt, rechnen wir hier immer mit einem kleinen Überstand. Sprich, wenn ihr guckt, ihr habt die sichtbare Scheibenfläche und dann kommt dieser schwarze Rand und da sollte die Folie so 2 bis 5 cm überstehen. Ja, dann habt ihr genügend Material, den rechne ich jetzt auch gleich mit ein. Okay, David, du hast jetzt die Folie schon mal perfekt vorgeschnitten. Danke. Damit die jetzt aber auch an der Heckscheibe hält, bitte die Scheibe anfeuchten, weil dann klebt die Folie nämlich gut an der Scheibe. Großzügig oder sparsam? Ja, kann schon ordentlich drauf spülen. Was ist hier drin? Da ist das Konzentrat drinnen von der Montageflüssigkeit. Du sagst Stopp? Das ist angemischt mit 8 Milliliter auf einen halben Liter Wasser. Und jetzt reicht es auch, dann hält die Folie gut, perfekt. Und jetzt kann ich die Folie im Prinzip schon mal drauflegen. Ja, ich gucke natürlich, dass der schwarze Rand gut abgedeckt ist. So, das sieht schon mal gut aus. Hier stehen wir überall über. Und jetzt ist es natürlich, hast du hier einen Heckscheibenwischer, ja, dann stört sich der hier ein bisschen und den schneiden wir jetzt einfach mal mit aus. Ist es schlimm, wenn ich dabei irgendwie an die Scheibe komme? An die Scheibe nicht, das ist überhaupt kein Problem. Bei Lack- und Plastikteilen da ein bisschen aufpassen, machst du natürlich leichten Kratzer rein, aber auf Glas überhaupt kein Problem zu schneiden mit dem Cuttermesser. So. Die klappen wir jetzt mal hoch. So, jetzt ist es wichtig, dass die Folie ordentlich auf der Heckscheibe aufliegt. Das heißt, wir spannen die jetzt einmal so mittig, dass da keine Falten sind, ne? Dass es hier plan liegt. Kann ich da zu doll ziehen, was beschädigen? Nee, überhaupt nicht. Also die Folie hält es so ordentlich aus. Da okay. Kannst du ruhig Spannung draufbringen. Und dann ist es jetzt wichtig, dass du an den senkrechten Seiten hier schaust, dass die Folie wirklich plan an aufliegt. Ja? Die darf hier an den Seiten keine Falten werfen. Die Falten dürfen hier nur so kommen, ne? Siehst du? Und nicht hier so von der Seite, weil die Folie hat eine Schrumpfrichtung und die geht eben nur so zusammen, aber nicht so. Das machen wir jetzt hier einmal auf der Seite. Und David, wenn du magst, kannst du es eigentlich auf der anderen Seite auch schon mal fixen. Hat der eine Arbeitsrichtung oder ist es egal, warum ich den das halte? Das ist egal, warum okay. Wir gucken genau, dass der Materialüberschuss im Prinzip nach oben und nach unten geht und nicht mehr an den Seiten. Was mache ich falsch, dass die Falten die falsche Richtung haben? Du machst eigentlich gar nichts falsch. Was jetzt hier halt einfach noch zum Tragen kommt, ist, dass hier jetzt die Folie leicht absteht und sich nicht richtig ranziehen lässt. Okay. Ja, nehme ich mal kurz ein Cuttermesser und mach mal hier diese überstehende Ecke einfach weg. Zack. Und wenn du jetzt nochmal hier richtig schiebst mit dem Laken und dann in die Linksrichtung rein, dann sollte das gehen. Kann ich die bedenkenlos nochmal abziehen, die Folie jetzt ja, in dem Zustand? Ja, überhaupt kein Problem. Der Kleber ist ja noch frei. Ne? Das heißt, da ist noch nichts passiert. Das heißt, du kannst jetzt wirklich nochmal hergehen. Und hier so lose auflegen. Hier nochmal gucken. Soll ich nochmal ein bisschen Montageflüssigkeit? Ja, spür nochmal was drunter, dann wickst du besser. Einmal frei. So, drauf. So. So, so passt das. Top. Okay, David, jetzt geht's an die Heißluftpistole. Das heißt, wir schrumpfen jetzt die Heckscheibenfolie an die Form von der Heckscheibe. Kurze Frage noch vorweg. Ja? Die Kratzer, die wir jetzt hier mit dem Rakel in der Oberfläche haben, sind die kritisch oder? Nee, die sind überhaupt kein Problem, weil das ist ja im Prinzip die Klebeseite von der Folie. Wir kleben es dann auch so in die Scheibe von innen rein. Okay. Und das ist eine Schutzfolie einfach nur auf dem Kleber, die kommt dann eh weg. Also wenn da Kratzer drauf sind, unbedenklich? Überhaupt kein Thema, nicht. Wie kriegen wir jetzt die dritte Bremsleuchte hier oben raus aus der Folie? Ha. Ja, das ist wirklich gut, dass du das ansprichst, weil natürlich für das Thema TÜV muss die dritte Bremsleuchte ausgespart werden. Das ist aber kein Problem. Wenn wir jetzt die Folie geschrumpft haben mit dem Heißluftföhn, machen wir den genauen Zuschnitt und dann schneiden wir natürlich die dritte Bremsleuchte mit aus. Kann ich das mit meinem Haushaltsföhn machen? Brauche ich einen Heißluftföhn? Worauf muss ich achten? Ja, also du brauchst einen Heißluftföhn.
Die Folie schrumpft meistens so bei Temperaturen um die 300 Grad. Mhm. Ja, die Profis bügeln da ordentlich mit 600 Grad drauf, aber wenn du jetzt nicht so viel Erfahrung hast, nimm dir ein bisschen mehr Zeit, weniger Temperatur, dann läufst du auch nicht Gefahr, dass die Folie mal verbrennen könnte. Mhm. Ja, die Heißluftpistolen, die gibt es auch bei Kfz-Teile 24, mhm. die sind ziemlich gut, muss ich sagen. Und hier, der geht bis 600 Grad. Das heißt, ich stelle mir mal so zwischen Stufe 3 und 4, dann bin ich so bei Pi mal Daumen 350. Und dann lässt sich die Folie auch wirklich gut schrumpfen. Na denn, ich bin gespannt. Gut, jetzt zum Heißluftföhnen an sich. Wir haben ja vorhin die Folie schon hier in der Mitte mal fixiert, dass sie hier in der Mitte auch plan aufliegt, sowie an den Seiten. Ja, jetzt haben wir hier das ganze lose Material. Jetzt fange ich an. Ich starte jetzt mal den Heißluftföhn und schrumpfe im Prinzip in den Bahnen von den Heizdrähten hin und her zum oberen und danach zum unteren Rand. Okay. Wie und ob die Folie schrumpft, das siehst du, weil die bewegt sich dann so. Ja? Siehst du, die macht dann so Kringel. Mhm. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin und her. Das machst du jetzt aber nicht mit dem Rakel, da schubst du notfalls ein bisschen. Genau, das mache ich jetzt einfach erstmal nur mit den Fingern. Ja. Ja? Da passiert nicht viel. Da passiert jetzt auch nicht viel mit der Folie, sondern die fängt einfach nur schon mal an zu schrumpfen. Abgefahren. Und wie groß aber an sich oder wie breit die, ja, wie sagt man, die Falte vorher ist die egal? Im Prinzip ja, aber du hast schon richtig bemerkt, ich gehe dann immer her mit dem Finger und teile mir, wenn mir jetzt die Folie, die Falte hier zu groß ist, dann teile ich mir die so ein bisschen auf, ja? Ah, okay. Weil dann muss ich einfach weniger Material an einer Stelle zusammenschrumpfen. Mhm. Die Tipps vom Profi halt. Ja. Du machst erst die obere Hälfte. Genau, dann mache ich die untere Hälfte. Und wenn ich dann beide, also die Folie komplett geschrumpft habe, dann nehme ich sie noch mal kurz runter, mache unten drunter noch mal nass. Ja? Mhm. Und dann rakel ich sie tatsächlich mal vorsichtig an, weil ich so sehen kann, ob ich überall auch gleichmäßig geschrumpft habe. Woran erkenne ich die Seite mit der Schutzfolie und die andere Seite? Gibt es da eine Möglichkeit, wenn ich jetzt ein Stück Folie übrig habe, zu erkennen, was ist außen, was ist innen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die du hast. Zum einen natürlich wichtig ist, wenn ich die Folie dann drauflege zum Anpassen, muss mich die Lasermarkierung von der Homologation, die muss auch laserlich für mich sein. Dann immer von außen laserlich? Immer von außen laserlich, ne? Okay. Dass der Polizist dann auch schön direkt von außen sehen kann, dass es zugelassen ist. Das ist mal eine Indikation. Und die andere ist noch, die Folie hat ja innen drin, Thema Schutz, eine kratzfeste Beschichtung und die rutscht nicht auf Glas. Also die Folie, deswegen klebt die hier so auch an der Seite. Das Schutzlaminat, was auf dem Kleber drauf liegt, das ist so ein bisschen silikonisiert. Das heißt, wenn ich jetzt die Folie umdrehen würde und gehe aufs Glas, dann rutscht die da hinten wie mit dem nackten Popo. Also wenn ich nach 10 Minuten rumeiern, immer noch keinen Halt gefunden habe, die Folie einfach mal umdrehen. Ja, oder mal vielleicht schauen, wo die Markierung ist von der Homologation und dann weiß ich, ah, okay, Mist, die ist jetzt spiegelverkehrt, gespiegelt, dann liegt sie falsch rum drauf. Okay. Magst du mal selber probieren? Ja, zeig mal. So, kannst jetzt mal die unteren, nach unten halte ich immer die Pistole so, ja. Komm mal auf die andere Seite und jetzt ist es... Mittig oder an der Seite anfangen? Ah. Das ist dir überlassen. Ich fange immer in der Mitte an und gehe zu der einen Seite rüber und zur anderen und suche dir jetzt mal einfach hier die Mitte an und lass den Strahl tatsächlich so über die Falte drüber. Den hier kurz ranklappen? Lass ihn besser mal weg. Lass ihn besser mal weg. Genau. Und ich führe dich mal so ein bisschen. Dann siehst du schon, ah, okay. Jetzt doch schwimmt. So nah, ja? Ja, genau. Weil wieder bei der Vorführprozedere nicht ans Hin geguckt. So. Einmal frei. Und sobald diese Falten so eine schlängelnde Bewegung macht, weißt du, okay, ich habe geschrumpft. Ja? Ja. Und dann kannst du zu den nächsten Falten gehen. Und jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Ja, aber mir wird der Arm lahm, Ben. Wechsel. Das ist ein gutes Training, ne? Reicht das schon? Kann ich schon weitergehen? Ja, da kannst du ruhig weitergehen. Ja. Die nächste Bahn zur nächsten Falte. Die kann man jetzt zum Beispiel hier auch mal kurz so aufteilen. Danke. Ja. Wenn ich jetzt beim Streichen feststelle, dass doch noch irgendwie was drunter geflogen ist, ist das hier schon kritisch? Hier ist es noch gar nicht kritisch. Du solltest dann allerdings darauf achten, wenn du die Folie von außen nochmal anrakelst, dass du den
Sand, das Sandkorn zum Beispiel vorher wegmachst, also wenn du da drüber rackelst, dann hast du natürlich das Sandkorn abgedrückt dann in der Folie drin. Das wollen wir nicht. Würde ich nochmal so ein bisschen so. Ja, gerne. Über die Folie, ja. Immer wenn du anfährst, bewegt sich da was. Vielleicht habe ich dir auch das Thema mit wohin du föhnst ein bisschen zu. Ne? Du nimmst schon ein bisschen schon den Druck. Nah dran, ja. Ja. Okay, dann sind jetzt immer die Zeigeseite und drüben mache ich selber. Genau. Kann ich nochmal hier so teilen? Ja, klar. Was passiert, wenn ich jetzt so eine Falte einschließe, also wenn ich jetzt hier unten zumachen würde? Wenn du die jetzt zumachst natürlich, dann blockiert die Folie, ja, und dann läuft es auch Gefahr, dass sie verbrennt. Ah, okay. Mit dem Strahl drückst du wirklich so die Folie ordentlich hin. Mhm. Ja, und dann ist jetzt hier schon viel Material weg. Dann gehen wir auf die nächste Mal. Da gehen wir hier auch ordentlich drüber. So, passt. Und die kleine hier machen wir noch weg, einwandfrei. Gut, super. Wir haben jetzt schon mal grob die Falten rausgeföhnt. Jetzt machen wir unter der Folie nochmal nass. Und jetzt rageln wir sie mal an, weil dann sehen wir genau, haben wir ordentlich geföhnt, sind irgendwo noch viele große Falten und die föhnen wir dann einfach nochmal nach. Klingt nach einem Plan. So, David, damit wir jetzt natürlich hier nochmal ordentlich anrakeln und schrumpfen können, alles ziemlich trocken, nochmal bitte nass machen. Sehr gerne. Einwandfrei. Und damit wir jetzt natürlich aber auch überprüfen können, ob wir überall richtig schon geschrumpft haben, würde ich dich bitten, dass du jetzt die Folie von außen nass machst, weil jetzt rakeln wir sie schon mal vorsichtig an. Weil dann sehen wir, okay, wo liegt sie jetzt schon mal plan auf der Scheibe, wo hat sie die Form und wo noch so ein paar Nasen dann übrig sind, da gehen wir nochmal mit dem Heißluftföhn drüber. Auch wieder ordentlich, oder? Ja. So. Danke dir. Gerne. Das heißt, wir rakeln jetzt einfach mal hier so nach oben. Ja, es ist schon, jetzt gehen die Falten immer weiter nach oben. Ist es wichtig, ob ich mit dem Rakel, so wie du jetzt, schiebe oder ob ich den ziehe? Macht das einen Unterschied? Ja, da merkt man den Profi-Schrauber. Also natürlich besser ist schieben, ja. Wenn ich, dann weiß ich, was mit der Folie vor meinem Rakel passiert. Mhm. Wenn ich jetzt so drüber ziehen würde, dann sehe ich nicht genau, was die Folie unter dem Rakel macht. Mhm. Und dann kann es natürlich passieren, dass wenn ich hier drüber ziehe, dass ich hier mir einen Knick in die Folie mache. Und je nachdem, wie stark ich dabei aufdrücke, kann es sein, dass der Knick aus der Folie nicht mehr rausgeht. Also immer besser schieben. Ja? Immer damit ich sehe, was passiert vor der Kante. Genau, was passiert davor, ja. Was sagst du bis jetzt mit unserer Vorarbeit? Die ist schon gut. Ja. Ein Profi würde jetzt sagen, die hätte ich jetzt in einem Schritt gemacht. Ja. Aber wir sind ja auch hier, um das dem Laien zu zeigen. Mhm. Und dafür ist es schon gut. Die Falten, die kriegen wir auf jeden Fall jetzt im zweiten Step dann noch raus. Und dann sollte auch die Folie plan dann drauf liegen. Und das hier in der Mitte, das? Das, ich muss ja jetzt hier noch nach unten. Achso, sorry, du warst unten noch nicht fertig. Gut. Jetzt treibst du mich rein. Also ich muss die Folie ja noch nach unten arbeiten und dabei schiebe ich dann die von der Mitte hier raus. Sieht schon viel besser aus, Ben. Na, das, jetzt wird's was. Mhm. Ich spiele mit den Falten, einfach damit ich mir das Material auch gut über die Scheibe, über die gesamte Fläche verteile und nicht alles lose Material nur an einer Stelle habe. Weil irgendwann sagt dann natürlich auch mal die Folie, hey, das ist zu viel, da kann ich nicht mehr schrumpfen und dann geht es ja auch nicht mehr zusammen. Also lieber viele kleine Falten statt eine große? Ja. Okay. Das Spiel mit den Falten, Ben. Faltenfrei. Wollen noch eine Q10-Creme was machen? Das können wir mal einschmieren. Wenn es jetzt nicht klappt mit dem Heißluftföhn, dann schmieren wir. Aber es ist schon zeitaufwendig. Ja, also wenn man das ganze Thema macht, ein komplettes Auto, ohne großartig Vorerfahrung sollte man einen halben Tag einplanen. Mhm. Zwischen Frühstück und Mittag? Ja. Wie geht's weiter bei uns? So, jetzt ist die zweite Runde Schrumpfen dran. Kann mir das zu Hause mit irgendwas nachmischen? Hast du da einen Trick 17 oder bin ich auf diese Montageflüssigkeit angewiesen? Die Montageflüssigkeit muss pH-neutral sein. Okay.
Spülmittel ist ungeeignet. Spüli ist ganz schlecht. Also da, das hat man früher immer gern genommen, würde ich nicht machen. Macht auch den Kleber teilweise zu weich. Das Problem beim Scheibenreiniger ist, durch den Alkohol, der da drinnen ist, verdunstet es recht schnell. Und dann hast du sehr schnell keine Flüssigkeit mehr unter der Scheibe. Dann musst du viel Folie. Scheibenreiniger kaufen. Und dann musst du viel besorgen und viel sprühen und regelmäßig nachsprühen. Okay. So, das können wir jetzt hier mal lassen, David. Im Prinzip die Falten natürlich, die jetzt hier noch so am Rand drinnen stehen, aber nicht in dem sichtbaren Bereich, die schneiden wir jetzt einfach mit ab. Also geht es jetzt ans Zuschneiden? Jetzt geht es ans Zuschneiden. Müssen wir dazu noch was vorbereiten? Ja, natürlich, damit wir sehen, wo wir entlang schneiden, brauchen wir innen ein bisschen Beleuchtung. Dafür brauchen wir die Stablampe auf der Hutablage. So, David, danke für die Erleuchtung. Jetzt sehen wir natürlich auch, wo wir dann die Folie jetzt genau zuschneiden. Mhm. Und zwar ist es wichtig, ihr seht immer, hier so haben die Scheiben meistens diesen Rasterpunkterand. Und wir schneiden einen halben Zentimeter nach der komplett schwarzen Fläche. Okay, also ihr habt gesehen, ein halber Zentimeter nach dem Ende des Rasterrandes schneidet ihr entlang. Ich fange jetzt allerdings da oben an. Ja, da tue ich mir einfach vom Schneiden her leichter. Und wichtig ist, nicht mit der Spitze aufs Glas gehen, sondern schön flach schneiden und auch nicht zu viel Druck auf die Klinge ausüben. Viele legen da immer vorne gerne den Finger drauf. Ja. Nehmt einfach das Cuttermesser so in die Hand, ansetzen und dann mit einer ruhigen Hand und circa einem halben Zentimeter Abstand an diesem Rand entlang. Lasst euch dabei auch Zeit, damit er nicht in die sichtbare Fläche reinschneidet. Das muss jetzt nicht beim ersten Mal passen. Ich kann auch lieber ein bisschen großzügiger machen, dann nochmal gucken und nochmal ein Stück kürzer schneiden, oder? Genau, das geht auf jeden Fall. Also hinschneiden ist immer schwierig. Na. Ja, nachträglich was noch abschneiden, das geht eigentlich immer. So, und wenn ihr dann mal abgesetzt habt, ist es wichtig, die Klinge vorne an der Spitze ist jetzt schon ein bisschen stumpf, das Glas ist hart, ne, macht die Klinge stumpf, dann brecht einfach mal, das könnt ihr ja machen, wie bei jedem Cuttermesser auch, brecht einfach mal dann, wenn ihr abgesetzt habt, die Klinge ab, dann arbeitet ihr vorne wieder mit einer frischen Klinge und dann kann es direkt weitergehen. Braucht man aber auch schon ein bisschen ein ruhiges Händchen, oder? Auf jeden Fall. Also ich sage immer, wer mag, kann vorher ein Glas Schnaps trinken. Dann hast du auf jeden Fall eine ruhige Hand. Und für die Nicht-Alkoholtrinker eine Milch. Eine Milch und ein bisschen meditieren. So, jetzt sehe ich hier nichts mehr. Ne? Da ist dunkel. Das heißt, wir legen jetzt die Stablampe einfach auf die andere Seite, weil dann weiß ich wieder. Ich bin gar mal gespannt, ob das geschnitten hat. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Gucken wir einfach mal. Na. Na also. Sauber. Was, wenn ich jetzt die Folie dabei tatsächlich ein bisschen anhebe, weil ich nicht ganz durchgeschnitten habe? Das ist jetzt kein Problem. Jetzt haben wir hier das Paradebeispiel. Da oben habe ich anscheinend nicht richtig geschnitten. Das heißt, ich lege mir jetzt die Folie hier einfach nochmal an und ziehe meinen Schnitt hier nach. Ach, beruhigt mich, dass du das auch nicht perfekt machst nach den ganzen Jahren. Das ist auch wieder hier das Thema, lieber ein bisschen Sorgfalt walten lassen, nicht draufdrücken wie ein Henker, ja, weil sonst kann es passieren, dass du ins Glas reinschneidest oder einen Kratzer reinmachst und dann lieber zur Not ein zweites Mal nochmal über die Folie schneiden. Top. So, und jetzt kümmern wir uns um die
dritte Bremsleuchte. Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen natürlich. Ich habe hier ein bisschen Vorgabe durch den Plastikrahmen. Bei dem Auto ist jetzt der nicht direkt press an der Scheibe. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen Spiel reingeben, weil ich kann ja dahinter gucken. Mhm. Ja? Das heißt also, ich schneide jetzt nicht direkt an der Kante, die ich jetzt hier sehe, sondern hier auch wieder so einen halben Zentimeter weiter drin. Und da muss ich mir jetzt schon ein bisschen Mühe geben, gerade schneiden und nur einmal vielleicht, ne? Genau. Also da kann man natürlich auch gerne ein Hilfsmittel nehmen. Ja? Da werde ich jetzt dann auch zugreifen und ich nehme einfach ein Lineal, dass ich hier unten eine schöne gerade Kante kriege. Das ist ja Trick 17. So, dann lege ich mir mal hier eine gerade Kante unten hin. Ja, mit ein bisschen Überstand. So, ausmitteln. Das dürfte passen. Was meinst du? Ich würde auch sagen. So, über der Schulter sieht er gut aus. Ja, finde ich auch. Dann machen wir das jetzt hier mal. Zack. Wir ziehen jetzt hier einfach mal entlang. Die Rundung, die schneide ich jetzt dann freihand. So, jetzt kann ich hier auch, ne? Ich sehe jetzt hier schön die Kante und kann dann auch hier wieder einen halben Zentimeter innen drin an der Rundung entlang schneiden. Noch, ne? So, getroffen. Und das gleiche hier drüben. So, und hier, ich sehe jetzt die Kante, auch hier wieder ein halber Zentimeter innen liegend, circa. Zack. Gut abbinden, filigrane Arbeit. So, dann gucken wir mal. Jawohl, dann ist die jetzt auch hier sauber. Okay, David, jetzt machen wir die Scheibe von innen drin sauber, bevor wir natürlich die Folie reinkleben. Deswegen würde ich dich bitten, wenn du die mal einsprühen könntest. Zum dritten Mal die Frage, viel, wenig beim Saubermachen? Ja, darfst du ruhig ordentlich verwenden. Gut. Viel hilft viel, sage ich da immer. Und auch keine Sorge, das Wasser läuft ab, es trocknet. Und jetzt kommt nämlich dieser Kupferlappen wieder ins Spiel, den ich vorhin schon erwähnt habe. Damit gehe ich einfach zur Sicherheit noch mal übers Glas drüber. Ja. Und dann nehme ich das kleine Rakel und zieh mir einfach mal die überschüssige Feuchtigkeit noch mal ab. Da hängt jetzt der ganze Schmutz drinnen, der läuft nach unten weg. So. Und jetzt, David, wenn du noch mal ordentlich die Scheibe einsprühen könntest, weil danach kommt jetzt gleich die Folie dran. Weil wenn das natürlich zu schnell abtrocknet, das Ganze, dann klebt die Folie auch direkt an der Scheibe und dann habe ich keine Möglichkeit, die noch mal zu repositionieren. Okay. So. Dann die Klappe runter und jetzt müssen wir dieses Schutzlaminat von der Folie runterbekommen. Mhm. Das ist immer so ein bisschen eine Fingernagelarbeit. Ist schon, da kommt sie hoch. Jetzt schauen wir mal, dass ich es erwische. Jawohl. Und sobald ich jetzt anfange abzuziehen, David, wäre es super, wenn du direkt dann auf die Klebefläche drauf sprühen könntest, weil sobald die nass ist, klebt da kein Staub mehr dran. Na, also falls jetzt aus der Luft da irgendwas dranhängt, dann hat er keine Chance dran zu haften. Super. Ordentlich nass machen. Viel und jetzt gilt es aber gesagt, auch. Wenn du mir jetzt noch mal die Hände nass sprühen könntest, das ist auch immer ganz hilfreich, weil falls ich damit in die Klebefläche reinkomme, hinterlasse ich da keine Fingerabdrücke. Und jetzt kommt die Folie in die Scheibe rein. Ich nehme die jetzt ab von der Scheibe und wenn du mir die Heckklappe aufmachen könntest, wäre super. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich damit nirgendwo hinkomme. Das heißt, ich falte die so ein bisschen zusammen und setze die mir jetzt hier oben ran und schütze im Prinzip da oben rein. Und dann natürlich auch gucken, dass ich sie hinter die Verkleidung schieben kann. Jetzt muss ich an der dritten Bremsleuchte vorbei. Falten sind jetzt an der Stelle erstmal egal. Du guckst erstmal, dass du sie überall dahinter schiebst. Genau, Falten sind jetzt erstmal egal. Ich gucke wirklich, dass ich sie da dahinter bekomme. So. Das ist quasi der Überstand, den wir vorhin gelassen haben, dass du den jetzt zwischen Scheibe und Verkleidung bzw. Karosserie versteckst. Genau. Das ergibt alle ein Bild. Ein großes. Ja, jetzt wissen wir, wofür wir die ganze Arbeit da vorher gemacht haben. Ne? So, jetzt sitzt die. Also ich hätte gedacht, so eine Folie ist ein bisschen filigraner. Ne? Du machst ja jetzt schon, ist ja schon relativ rabiat, finde ich. Ja. Dann kann die Folie ab. Das kann die Folie ab.
Ne? Du musst nur aufpassen, deswegen auch bei dem Thema mit der Montageflüssigkeit, viel hilft viel, denn sobald die Folie antrocknet, hast du das Spiel verloren, dann kannst du nämlich auch nicht mehr richtig bewegen. So, ich überprüfe jetzt einfach nur, ob die Folie die komplette sichtbare Scheibenfläche abdeckt. Wie machst du das? Machst du jetzt in dem Fall? Ich gucke, ne, sehe ich irgendwo hier einen hellen Lichtspalt am Rand oder auch hier unten an dem Rand, ne, dann weiß ich, okay, da muss ich jetzt noch ein bisschen hinschieben. Ich habe es jetzt auch so gedeichselt, dass ich den Ausschnitt von der dritten Bremsleuchte auch schön dahinter versteckt habe. Mhm. Du hast ja hier so einen Spalt, wo man ordentlich reinschauen kann, aber den siehst du jetzt auch nicht mehr. Du machst quasi umgekehrt jetzt von außen nach innen mit Licht und guckst nochmal die Ecken ab, die wir vorher genau andersrum zugeschnitten haben. Ganz genau. So, also die Folie liegt jetzt und jetzt muss ich sie natürlich festrakeln. Dazu brauche ich wieder mein kleines Plastikrakel und deine Hilfe, jetzt müsstest du noch mal kurz die Folie jetzt nass machen, damit das Rakel auch schön über die Folie gleiten darf. Einwandfrei. Und jetzt hier auch wieder, so wie wir es von außen schon gemacht haben, wir fixieren uns jetzt einmal die Folie hier so in der Mitte. Ja. Hinterlässt die Montageflüssigkeit irgendwo Flecken auf den Kunststoffen irgendwo? Muss ich da lieber was hinlegen, bevor ich 2 Stunden putze, oder? Also hinlegen brauchst du nichts. Es ist jetzt auch nichts Aggressives. Ja. Das ist wie, kann man vergleichen, pH-neutral wie ein Babyshampoo. Mhm. Ne? Das heißt, wenn da ein bisschen was auf die Kunststoffteile kommt, kein Problem. Wenn du fertig bist mit dem Folieneinbau und einfach nochmal drüber putzt, ist alles wieder fleckenfrei sauber. Okay. So, dann fangen wir mal an. Und wichtig ist immer von der Mitte nach außen rakeln. Mhm. Ja? Und dabei auch schauen, dass du überlappend rakelst. Ja, überlappend. Deswegen, damit du nicht irgendwelche Wassertaschen hast, und da die Feuchtigkeit in so einer Tasche einschließt, das wäre prinzipiell jetzt auch kein Problem. Ja? Denn die Folie, wenn die Feuchtigkeit trocknet, die ist wasserdurchlässig. Mit der Zeit diffundiert die Feuchtigkeit durch die Folie durch. Das heißt, nach einer Zeit wird es dann auch trocken. Aber es ist natürlich am Anfang gerade nicht schön, wenn man dann irgendwelche so Wasserflecken oder so Wassertaschen dann ständig mit sich rumfährt. Ist das vergleichbar mit den Luftkanälen in den Carb-Wrapping-Folien? Ja, damit kann man das im Prinzip vergleichen. Okay. Wusste ich auch nicht, dass das bei den Scheibenfolien schon so ist. Also Luftkanäle natürlich hier nicht. Das Ganze funktioniert einfach nur über die Feuchtigkeit. Mhm. Ja. Und dadurch, dass die Folie noch nicht haftet, aber im Prinzip ist das ein ähnliches System. Wie sieht es aus mit der Nutzung der Heckscheibe? Ab Minute 1 oder lieber ein bisschen warten? Lieber ein bisschen warten. Wir empfehlen mindestens eine Woche, ja, okay, zu warten, bevor du die Heckscheibenheizung aktivierst, weil du halt eben noch diese Feuchtigkeit hast, die erst einmal rausdiffundieren muss. Mhm. Aber nach einer Woche sollte das meiste der Feuchtigkeit abgetrocknet sein und dann kannst du die auch wieder verwenden. Mhm. So, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus, oder? Ich finde, das sieht sehr gut aus, Ben. Dankeschön. Jetzt gucken wir nochmal von außen, ob wir irgendwelche Stellen vergessen haben auszurakeln, weil ich kann ja nicht komplett über die ganze Dichtung dahinter gucken. Das heißt, ich mache jetzt nochmal die Klappe runter und schaue es mir nochmal von außen an. Aber das sieht doch schon gut aus. Und jetzt auch wieder so ein bisschen nach dem Lichtspalt. Ja, genau, nach dem Lichtspalt suchen. Kannst mir auch gerne helfen, aber ich sehe jetzt hier nichts. Ein kleiner Tipp auch, wenn die Feuchtigkeit nach einer Woche komplett rausgetrocknet ist, einfach nochmal mit einem Baumwolltuch um den Daumen rumwickeln und dann ordentlich presst dann an dem Rand entlang nachdrücken. Da zieht sich dann das meiste der Folie dann an die Scheibe dann ran. War gar nicht schlecht gemacht. Ja, also ne, super gelaufen. Und jetzt geht es dann an die Seitenscheibe und an das Kurbelfenster. So, Ben, angekommen bei der Seitenscheibe. Was kannst du mir sagen, was soll ich beachten? Ja, natürlich bei der Seitenscheibe auch wieder hier. Sauberkeit, das A und O. Ne? Die muss erstmal ordentlich geputzt werden. Warte, ich komme ein Stück entgegen. Schau mal, genau hier. Das ist immer so eine neuralgische Stelle. Da bildet sich auch immer gern so ein Kalkrand. Mhm. Ja, der muss ordentlich weggeputzt werden. Mhm. Dann auch ganz wichtig, in dieser umlaufenden Dichtung, da wo die Scheibe einfährt, da sammelt sich auch immer der Dreck. Also hier ein Mikrofasertuch nehmen. Und dann einmal immer so schön entlang ziehen. Ja? Mhm. Dann nimmst du hier auch den Dreck raus. Und dann geht es im Prinzip auch schon an den Zuschnitt. Und beim Zuschnitt ist zu beachten, die Scheibe hört ja jetzt nicht einfach auf, sondern die läuft ja hier in den Rahmen
noch ein paar Zentimeter rein. Und das muss man natürlich dann beim Maßgeben der Folie dann auch berücksichtigen. Hm. Klingt logisch. Und auch ganz wichtig ist, wenn du die Scheibe nochmal komplett ablassen könntest. Klar. Die hat so eine Schachtleistendichtung hier unten, dass da nicht Wasser reinläuft. Aber die ist wirklich weit unten, ne? Die ist ziemlich weit unten und das muss man berücksichtigen. Also ich schiebe jetzt hier mit dem Rakel gerade so rein. Mhm. Ne? Die geht bestimmt, so würde ich sagen, 2-3 Zentimeter runter, also locker so ab hier. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier die Kante habe, ist jetzt so hier das Untermaß, wo ich dann schneide bzw. messe. Und so machen wir das jetzt auch. Wir messen jetzt die Folie aus, ja, schneiden dann auf das Maß plus eben den Überstand für die Schachtleistendichtung zu. Und lass mich raten, auch da lieber ein Stück mehr wie zu wenig, oder? Ja, immer ein bisschen mehr als zu wenig schneiden. Genau. Und wenn der Zuschnitt dann soweit fertig ist, wie an der Heckscheibe auch, nass machen, einkleben, ausrakeln, fertig. David, die Folie ist jetzt zugeschnitten. Ja, jetzt geht es ans Reinkleben. Das heißt, ich würde sie mir gern von außen noch mal ranbicken. Perfekt, kannst du die Scheibe noch mal ordentlich das machen, dass sie auch dran hält. Ich danke dir. Schon fast ein bisschen Profi bei mir, oder? Jetzt hast du es gelernt. So, das sieht man jetzt auch schon schön. Die Folie liegt jetzt hier ganz gut und die liegt jetzt natürlich hier überall über. Ne? Also hier haben wir ein gutes Stück über, da oben geht es jetzt ziemlich passgenau dann auch in den Rahmen rein und hier an der Seite haben wir den leichten Überstand, ne, dass die Folie auch hinter der Gummidichtung verschwindet. Mhm. Ne? Und im Prinzip müssen wir jetzt hier genauso noch hergehen. Ach ja, ein was haben wir vergessen, mit dem Heißluft für den Schrumpfen, müssen wir aber da gar nicht, weil du siehst, die Scheibe ist plan, ja, die ist flach. Da haben wir überhaupt keinen Materialüberschuss, den wir wegschrumpfen müssen. Können wir uns wirklich an den Seitenscheiben ersparen? Die sind bei fast allen Fahrzeugen flach. Ja? Mhm. Das heißt, da müssen wir nicht mehr föhnen, sondern können jetzt direkt reinkleben. Spart Zeit. Genau. Okay, dann kommt jetzt mal die Folie ins Auto rein. Und ganz wichtig natürlich auch, David, wenn du hier die Scheibe ordentlich nass einsprühen könntest. Ähnlich wie an der Heckscheibe, viel hilft viel. Mhm. Ruhig auch schön nach unten in die Schachtleistendichtung rein, dass da ordentlich Flüssigkeit reinlaufen kann. Läuft jedenfalls wieder raus, oder? Flutscht die rein und die Flüssigkeit läuft eh unten raus. Und dann ist es wichtig, dass man die Scheibe einen Spalt runterlässt, ne? Weil ich muss ja hier oben dann an die Kante kommen. So, und jetzt können wir im Prinzip auch hier wieder die Schutzfolie abziehen. Das heißt, ich knibbel wieder eine Ecke hoch und du sprühst direkt die Klebefläche dann ein. Perfekt. So, dann nehme ich die Folie. Hier rum. So, auch hier die Folie so ansetzen und dann ein bisschen nach hinten schieben. Mal gucken, dass man oben an die Kante kommt. Kommt die oben bündig, die Kante, oder schiebst du jetzt erstmal nur da ran? Ich schiebe sie jetzt nur mal ran, das justiere ich danach dann aus. Wichtig ist aber final, wenn ihr damit fertig seid, dass die Folie, wenn ihr mit dem Finger über die Kante streift, dass ihr da nicht an der Folie hängen bleibt. Ne? So, jetzt mal hier dran. Das heißt, die Stücke müssen unten ein bisschen rein. So, also die Folie liegt hier oben gut an der Kante an. Und jetzt müssen wir im Prinzip die Oberkante schon mal fixieren, weil jetzt fahren wir danach dann gleich die Scheibe nach oben in den Rahmen ein. Oben die Kante ist jetzt, wenn du fertig bist mit Rakeln, fest. Genau, die klebt jetzt. Montageflüssigkeit raus, Kleber dran. Raus und die Scheibe klebt. Die Folie klebt. Und jetzt müssen wir probieren, hier ganz vorsichtig hoch. So, und jetzt ist es einfach nur wichtig, hier unten die Folie hinter diese Dichtung zu bekommen. Ja, weil die hängt da unten natürlich jetzt an dieser Dichtlippe, ne? Und da muss ich gucken, dass ich die Folie hinter diese Dichtlippe bekomme, um so dann eben weiter nach unten zu schieben. Und hier, ne, siehst du, da hängt es auch noch ein bisschen. Aber ich bin, glaube ich, schon fast dahinter. Da jetzt noch. Mal probieren.
Okay, und damit jetzt die Folie auch gut hinter die Dichtung kommt, ich versuche mir natürlich mit dem Rakel die Dichtung ein bisschen anzulupfen, dass die Folie da dahinter rutscht. Das klappt manchmal gut, manchmal schlecht. Manchmal gerade bei neueren Fahrzeugen ist die Dichtung auch ein bisschen recht press an der Scheibe. So, jetzt ist die Folie mal reingefriemelt. Jetzt rakeln wir es gleich an. Auch wieder genauso wie an der Heckscheibe. Wir fixieren es uns einmal mittig und dann rakeln wir zum Rand hinweg aus. Gibt es hierbei noch was zu beachten bei der Anwendung danach, so wie bei der Heckscheibe, nicht die Heckscheibenheizung anmachen, muss ich hier was beachten? Genau, also auch wie bei der Heckscheibenheizung solltest du hier eine Woche ungefähr warten, bevor du die Seitenfenster hoch und runter lässt. Mhm. Das eher nicht, dass du einen Kurzschluss bekommst, sondern weil einfach auch die Folie dann eine Woche Zeit hat, ordentlich, dass der Kleber richtig anzieht, zu haften am Glas. Ne? Wenn ich Schwiegereltern abhole und vorher das Auto zur Innenraumreinigung bringe und die Folie frisch ist, ist das problematisch, wenn die da drauf rumwischen? Ja, also ich würde tatsächlich einfach die Scheibe mal eine Woche in Ruhe lassen. Mhm. Dann bist du wirklich auf Nummer safe. Mhm. Normalerweise klebt die Folie nach 24 Stunden schon richtig gut. Mhm. Aber wie gesagt, wenn du zur Sicherheit eine Woche wartest, dann bist du auf der sicheren Seite. Okay. Okay, die Folie liegt jetzt drinnen. Mhm. Jetzt haben wir noch das kleine und analog die andere Seite, aber das ist nichts anderes. Und dann ist der Dacia Duster. Klingt gut. Jo. Der Duster ist jetzt wirklich Duster. Wie versprochen. Hast du sehr gut gemacht, Ben. Ja, und ist wirklich perfekt geworden. Danke, Ben. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt sieht's wirklich besser aus. Das stimmt natürlich.